Wenn es nicht für die Weinlese gewesen wäre, dann hätte sich das frühe Aufstehen schon allein für die Aussicht vom Käuzchenberg gelohnt. Auf dem Zwezener Vereinsweinberg waren in den vergangenen Wochen viele fleißige Hobbywinzer unterwegs und brachten die Ernte ein. So wie Hanni Spindler und ihre Familie, die schon seit 3 Jahrzehnten ihr Wein anbauen. Vor 30 Jahren wurde der Weinberg angelegt hier, neu angelegt, nach vielen Jahren. Und zwar war das alles eine Wildnis und unsere Männer, es waren 16 Parteien, die haben den Weinberg wieder urbar gemacht. Wir haben in Freiburg keltern lassen, unseren Wein, also haben den immer nach Freiburg gebracht oder beziehungsweise er wurde hier abgeholt. Und nach der Wende, da haben wir erstmal in Rheinhessen keltern lassen. Und seit ungefähr 4, 5 Jahren, ich weiß gar nicht genau, da wird in Bad Sulza gekeltert. In Bad Sulza werden die Trauben von allen Käuzchenbergwinzern zusammen in einem Behälter gekeltert. Aber natürlich erst, nachdem die Säcke abgewogen worden sind. Denn die geernteten Kilos entsprechen der Anzahl der Flaschen, die die einzelnen Winzer bekommen. Hat schon so eine Art Selbstkontrolle dann auch. Also man weiß halt, wenn jetzt jemand schlechte abgeben würde oder von mir aus schimmelige oder kranke Trauben, dann weiß man, dass man damit natürlich dann klar den Wein vom ganzen Hang sozusagen mit versaut. Und dann, ich denke, das ist ein bisschen erzieherische Maßnahme, dass man natürlich auch beim Nachbarn dann mal guckt, ne? Was macht er denn? Beziehungsweise geht dann jemand durch und sagt, hier, da haben wir die und die Krankheit gesehen oder da muss mal noch was gemacht werden. Und dann wird man dann schon mal darauf hingewiesen. Das ist dann, ja, ist halt eben ein Verein und, oder ein Gemeinschaftsberg und da guckt man dann schon mal ein bisschen mit. Müller-Thurgau, Dornfelder, Blauer Portugieser und Weißburgunder werden am Käuzchenberg angebaut. In guten Jahren erhält man rund 10.000 Flaschen. Abhängig sind die Winzer immer vom Wetter, denn für die Trauben darf es nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sein. In diesem Jahr sind die Käuzchenberger aber ganz zufrieden. Es war zwar nicht so sehr schön, das Wetter, aber letztendlich war es für den Wein doch gut. War Sonne, viel Sonne, ja, erstmal. Wir haben ja auch schöne, also warme Tage gehabt. Und der Regen hat wahrscheinlich auch seins getan. Und jetzt zuletzt, also es ist schon eine gute Ernte dieses Jahr. 2000 Flaschen Wein gehen jedes Jahr in den Verkauf. Bei Jenaer Weinhändlern und in der Gastronomie kann man den Wein vom Käuzchenberg finden.